Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Rumi! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3, dem Story-Modus. Yo! Im letzten Mal haben wir Marco fertig gemacht, jetzt geht's in den fünften und vorletzten Sektor. Vorher dürft ihr euch diese Fabrik hier oder was auch das darstellen soll genau anschauen. Ökowald Baumhügel. Ja, wir sind ganz schön weit gekommen. Na, guck mal, hier haben wir noch mal eine Obenansicht. Okay, hier werden wir weitere coole Abenteuer erleben. Und wieder auf die Palme gebracht von Objekten, die nicht so gefunden werden wollen, wie sie es eigentlich sollten. Ja, guck mal, so sieht die Fabrik nochmal von oben aus. Und da ist auch unser erstes Level. Sammeleier feier. Was die Story angeht, kommen wir so langsam aber sicher zum Ende von dem Game. Alle Fischeier muss ich sammeln. Okay, da gibt es bestimmt irgendwie so einen Leitfaden für, wie man hier rennen sollte. Das ist schon mal die Hälfte. Gut. Hälfte haben wir. Nur noch 10. Ich muss da durch. Sie versperren einen Notausgang hinterher. Nein, genau einer fehlt. Okay, ein bisschen mit Taktik dran gehen. Und geschafft. Okay. Pinsel war da ganz angenehm. Ich erwähnte das mit dem Pinsel, weil ich die anderen beiden Waffen gesehen habe und damit das eventuell nicht ganz so angenehm ist. Na du? Wie geht's denn so? Ja, du hast immer meine Fischeier für mich. So, hier ist dann jetzt auch frei. Hier ist doch bestimmt was. Abgesehen davon. Komm, ich glaub dir nicht, Kleiner. Reflektieren und gewinnen. Disperser und Winkelmarker. Ah. Ich verstehe. Na, ich habe den Winkel nicht ganz getroffen. Okay. Das ist mal ein interessantes Konzept. Online habe ich noch nie so wirklich den Winkelmarker genutzt, ne? Einfach weil der gefühlt so Schrott ist. So Glück gehabt, dass ich gerade keine Tinte hatte. Um Gottes Willen, das Ding dreht sich.
Marvin. Ich hatte versucht, den Winkelmarker zu nutzen. Sollte damit offenbar eigentlich den da treffen. Okay. Das Interessante ist halt wirklich, wie man den Winkelmarker hier nutzen muss. Ich sag mal, wie es ist. Im Allgemeinen würde ich den trotzdem nie verwenden. Ich persönlich halte den immer noch für Schrott. Okay. Hier muss ich auch schon wieder ganz stark mit Mathe arbeiten. Die Dinger respawnen, okay. Brauchen wir darum also keine Sorgen machen. Okay, erstmal hier. Danach muss ich nah hier dran stehen. Um Gottes Willen, ich habe auch nur kurz Zeit dafür. Nein. Der Winkelmarker ist halt einfach schrecklich. Um Gottes Willen. Mein persönlicher Albtraum. Erstmal den weg. Okay. Ich verstehe schon. Das einzige Konzept, wo der Winkelmarker Sinn ergibt. Ich sag's, wie es ist. In Online-Modus würdet ihr den Winkelmarker nie so benutzen, wie man es hier tut. Schweige, dass ihr ihn überhaupt nutzt. Weil der einfach keinen Schaden macht. Oh, hoffentlich war das einzige Mal, dass ich den Winkelmarker brauche. Kurz die Karte angucken. Da oben ist bestimmt was versteckt. Muss gerade nur wieder hier drüber hoch. Los, finde was. Los, mein kleiner Freund. Nein, Nebel. Vielleicht sind nicht schlechte Chancen. Ja, glaube ich dir auch. Okay, die Gegner sehen genauso wenig wie ich. Das ist was Gutes. Ja, genau. Lenkt ihre Sicht auf dich. Ist da irgendwas oder warum hüpfst du rum? Ich habe ihn gerade nicht ins Nirvana geschossen. Okay, Checkpoint erreicht. Böse. Los, hol ihn dir. Wo ist der hin? Ich glaube, der jetzt so weit oben ist.
Komm her! Einfach nur ekelhaft! Da kriecht er sich in den Himmel! Die sind ja nicht weiter schlimm. Das hier sieht schon so aus, als ob hier was versteckt ist. Oh, erstmal sollte ich gucken, dass ich die Raketen einmal kurz nutze. Ja, so läuft das, Leute. Könnte sein. So, Weg ist jetzt gleich frei. Easy. Das war easy. Es fühlt sich aber an, als ob ich da was vergessen habe. Er hat tatsächlich was da unten gefunden. Nach von Dorn ist das auf Freitag 1 Uhr. Live mit Limone. 100. Jubiläumsfolge. Als Pommengäste bei Aioli, meinem Cousinchen. Das Sea Sirens Special. Freut euch schon mal, es gab viel zu bereden. Echt jetzt, Sendezeit 5 Stunden länger als geplant. So kommt es mir auch manchmal vor, wenn ich streame. Irgendwie viel länger als geplant kommen dann dabei rum. Was stehst du denn hier schon wieder? Zu weit geworfen. So, wurde das mal weg. Das machen wir frei. Und wir machen jetzt erstmal die Kugeln hier in der Umgebung weg. Sieht halt auch schon wieder so aus, als ob die 10.000 Sachen sind. Da sehe ich sogar schon eine Sache. Eine Schallplatte. Oh, den sind drauf geworfen. War gar nicht beabsichtigt, aber ist willkommen. Na gut, dann machen wir das Level hier noch für heute. Oh, mit der Heldenausrüstung. Und tot. Tschüss, Stempel. Tschüss, die Stempelmons. Oktostempel. Schade, nix im Geheimbunker. Stimmt ja, ich habe ja den Sensor mittlerweile. Easy. Machen wir das hier mal weg. Das war eine gute Ablenkung. Ja, komm, hier. Easy. Wie die halt auch blind den Bomben hinterher rennen. So, ihr kommt jetzt wahrscheinlich alle runter.
Hier sind halt absolut keine Gegner. Die sind halt auch mega einfach, diese Schildtypen. Man muss ja nur um sie drum herum kommen, dann sind sie sofort tot. Oh! Die machen Wellen. Sind aber auch keine Gefahr. So, da kommt noch mal eine runter. Ja. Dann räume ich hier am besten noch ein bisschen auf. Da unten sehe ich eine Nachricht, an die ich ran will. Ich will erstmal hier diese hässlichen Dinger eben kurz noch entfernen. Dann gönnen wir uns noch die Nachricht da unten. Die Storyline. Ernennungsurkunde. Aussteller neue Aquamarine. Anpassung, Beförderung zum Cap mit Besoldungsgruppe 33. Karl Kutterfisch. Okay, das war ein Kutterfisch Auszeichnung. Da liegt wieder was Schönes für mich. Da liegen Fischeier für mich. Kann ich mir auch noch eben kurz gönnen. Und hoppa! Hier will ich runter. Ich mache mir das hier auch mal auf. Schon mal fürs nächste Mal. Hau das dann noch eben kurz weg. Und dann können wir hier auch schon für heute Schluss machen. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zusehen. Der Salmi hat noch was entdeckt. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Da waren jetzt nur noch mal Fischeier drin. Kommt zurück. Und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.